Aktenzeichen XY ungelöst. Live. Aus Wien mit Peter Niedetzki. Aus Zürich mit Stefan Schifferer. Und aus München mit Rudi Zerne. Guten Abend. Liebe Zuschauer, das Schönste wäre, wenn Ihnen heute Abend etwas auffallen würde. Und sei es nur eine Kleinigkeit. Das könnte nämlich schon von entscheidender Bedeutung sein für die Kripo bei ihrer Fahndungsarbeit. Also von heute an werde ich Sie immer zu Aktenzeichen XY begrüßen, um ungeklärte Kriminalfälle vorzustellen, wie zum Beispiel diese hier. Der grausame Tod des kleinen Tobias. Überfall auf Geldboten in der Schweiz. Hallo? Schrecklicher Fund am Nürtinger Galgenberg. Und brutaler Mord an alter Dame in Fulda. Ein Thema wird uns heute Abend ganz besonders beschäftigen. Verbrechen, bei denen Kinder die Opfer sind. Verbrechen, die ich ganz besonders widerwärtig finde. Unseren ersten Fall kennen Sie. Den Mord an der 10-jährigen Adelina Pismak aus Bremen. Sie erinnern sich wahrscheinlich, monatelang war nach ihr gesucht worden. Eine Pilzsammlerin hatte Adelinas Leiche dann südlich von Bremen gefunden. Heute ist die Polizei mit neuen Spuren herausgekommen. Spuren, die hoffentlich zum Täter führen. Im Studio ist der Ermittlungsleiter der Soko Adelina, Oberkommissar Dirk Simmering. Guten Abend. Guten Abend. Herr Simmering, Sie haben unmittelbar am Tatort in der Nähe der Leiche zwei Badeanzüge gefunden. Die waren unter dem Laub verscharrt. Was hat es damit auf sich? Ja, in einer Fallanalyse der für uns zuständigen Fachdienststelle fand unsere Annahme Bestätigung, dass Adelina einer Sexualstraftat zum Opfer gefallen ist. Mhm. Heute gehen wir aufgrund der Funde davon aus, dass wir einen Täter suchen, der aus dem Kreis der sogenannten transvestitisch veranlagten Fetischisten kommen könnte. Und als das Ergebnis dieser Analyse feststand, dann hat die Polizei Sucharbeiten im Pastorenwäldchen in der Leester Marsch wieder aufgenommen. Eine Hundertschaft war unterwegs. Zentimeter für Zentimeter haben die Beamten den Boden umgegraben, in der Hoffnung, weitere Spuren zu finden. Und wir sehen es, es hat sich gelohnt. Ja, denn wir sind tatsächlich fündig geworden. Vier weitere Badeanzüge, eine weiße Umstandsniederhose, ein Body und drei Strumpfhosen haben die Kräfte gefunden. Der Zustand der Kleidungsstücke lässt darauf schließen, dass sie über einen Zeitraum von mehreren Jahren im Pastorenwäldchen verscharrt wurden. Und diese markantesten Stücke, die müssen wir uns jetzt mal ansehen. Ja, hier die markantesten Stücke. Dieser quergestreifte Schwimmanzug. Dann dieser rote Schwimmanzug, seitlich hat er jeweils einen hellen, ursprünglich wahrscheinlich weißen Streifen. Und schließlich dieser mehrfarbige Badeanzug, auf der linken unteren Seite trägt er die Aufschrift Ari. So, und jetzt kann ich mir vorstellen, wollen Sie wissen, woher diese Badeanzüge stammen? Ja, das ist die entscheidende Spur für uns. Wir fragen die Zuschauer, wer kann Angaben zu den gezeichneten Badeanzügen machen und wem sind sie gegebenenfalls entwendet worden. Und weitere Informationen dazu gibt es bei uns, falls es dem einen oder anderen zu schnell gegangen sein sollte, auf der Internetseite unter dieser Adresse www.aktenzeichenxy.de. Die Belohnung in diesem Fall beträgt 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Bremen oder unsere Aufnahmestudios in München, Wien oder Zürich. Zum Schluss, Herr Simmering, noch eine persönliche Frage. Das ist für mich ganz schön starker Tobak, aber ich denke auch für Sie als Oberkommissar kein Tagesgeschäft, oder? Nein, mit Sicherheit nicht. Denn gerade Gewaltverbrechen, Tötungsdelikte zum Nachteil von Kindern gehen einfach unter die Haut. Und wenn man denn an einem solchen Sonntag in diesem Pastorenwäldchen steht und vor diesem blauen Plastiksack kniet, vor dem, in dem Adelina gelegen hat, dann ist es ein Moment, den man nicht vergessen wird so schnell. Ich danke Ihnen für das Gespräch und hoffe, dass Sie viele Hinweise bekommen. Ich bedanke mich auch. Unser nächster Fall. Weil im Schönbuch ist eine unauffällige Gemeinde mit knapp 10.000 Einwohnern südlich von Stuttgart. Seit dem 30. Oktober 2000 hat sich das Leben dort verändert. Das war nämlich der Tag, an dem Tobias, ein 11-jähriger Junge aus dem Ort, einem grausamen Verbrechen zum Opfer fiel. Seit diesem Mord geht bei den Leuten die Angst um. Und viele fragen sich, war es einer von uns? Und wird der Täter vielleicht wieder zuschlagen? Antworten auf diese Fragen können für die Eltern von Tobias natürlich kein Trost mehr sein, denn ihr kleiner Junge ist tot. Wieso denn lachst du
Sag mal, müsst ihr hier so herumtoben? Entschuldigung, das ist mein Bruder. Der ist immer so. Du aber auch. Jetzt tape die Sachen mal wieder auf. Ach, das sind doch Kinder. Als Mädchen, da habe ich mal das gute Geschirr meiner Eltern hingeschmissen. Mit voller Absicht. Nee. Ich war so wütend auf meine Mutter, ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Also dann, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, und was möchtet ihr beide? Wir wollen Geld abgeben. 73 mal 65. Einzahlen zum Weltspartag. Und habt ihr schon Sparbücher? Und ich wollte fragen, gibt es vielleicht wieder Geschenke? Natürlich. Könnt ihr euch aussuchen? Ich nehme die Fahrradpumpe. Ja, wenn noch eine da ist. Und wie viel zahlst du ein? Tobias ist 11 Jahre alt. Ein quicklebendiger Junge und begeisterter Radrennfahrer. Heute haben die Ferien angefangen. Der erste Tag ohne Schule. Hallo Mama. Na, hallo. Schau mal. Ah, dann hat's ja geklappt. Gut, dass ihr da seid. Ihr könnt mir gleich beim Autoputzen helfen. Mama, doch nicht am ersten Ferientag. Ich muss erst mal die Pumpe ausprobieren. Sonst noch was. Schwer zu Daniel. Halt dein Sparbuch. Komm aber bitte nicht zu spät, ja? Und setz deinen Helm auf. Den habe ich bei Daniel vergessen. Was wollt ihr denn heute machen? Dreimal darfst du raten, Mama. Was machen wir jetzt? Computerspiele. Logisch. Hey, 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 wo willst du denn hin? An den Weiher vielleicht. Aha, naja, gut, aber nicht ohne Helm, ja? Den vergisst du immer wieder. Naja. Um 6:30 bist du wieder da, ne? Ja, mach ich. Okay, also, tschüss. Tobias ist ein Draußenkind. Er muss sich bewegen. Bei jedem Wetter ist er unterwegs, mit seinem Rennrad oder seinem Mountainbike. Manchmal strolcht er über abgelegenes Gelände, wo niemand ihn sehen kann. Boah, das ist richtig verrückt. Hey, wollt ihr mit? Wohin denn? An den Weiher, Legerleborn. Ach nee, keine Lust. Dann eben nicht. Gegen 16 Uhr wird er an der Drachenwiese gesehen. Ein Spielgelände am Ortsrand von Weil in Schönbuch. Sein Ziel ist ein kleiner See, nur wenige hundert Meter weiter am Rande des Waldes. Wie alle Jungs hat Tobias kleine Geheimnisse. Dazu gehört auch ein Versteck, wo Dinge aufbewahrt werden, die man zum Spielen einfach braucht. Obwohl immer in Bewegung, gibt es doch Momente, in denen Tobias die Stille sucht. Am See des Fischervereins ist montags nie was los. Die Karpfenfischer kennen ihren kleinen Nachwuchsangler schon und drücken beide Augen zu. Eine halbe Stunde später. Ein dunkler, großer PKW, ein Van, nähert sich dem Wald. Nahe der Drachenwiese steigt der Fahrer aus. Für niemanden interessiert sich die Polizei so sehr, wie für den Fahrer dieses Autos. Hat er sich verfahren? Oder sucht er den Weg zum Weiher, wo Tobias mit seiner Angel sitzt?